Hey und herzlich willkommen zu dem Video und ich will dir heute zeigen, wie du es schaffst, mit Gratis-Plugins und mit Plugins, die schon in deinem Programm vorhanden sind, einen perfekten Mix hinzubekommen. Und bleib einfach dran und wir sehen uns nach dem Intro. So, wir starten gleich durch. Natürlich, ich beziehe mich jetzt hier auf Studio One, weil das ist das Programm, was ich verwende. Schreib am besten gleich in die Kommentare rein, was du verwendest. Ich habe nämlich noch FL Studio und Adobe Audition. Das heißt, wenn ihr Fragen dazu habt und vielleicht nochmal ein Review zu den einzelnen Stock-Plugins, schreib es einfach in die Kommentare, dann mache ich das auch. Ich empfehle dir aber, wenn du es neu startest, dass du dir Studio One holst, weil das ist einfach, ja, ich finde, das ist das beste Programm. Ich habe auch schon viel anderes ausprobiert. Das Ganze sollte sich dann ungefähr so anhören wie eine Tonspur von mir, die ich jetzt mit anderen Plugins gemischt habe. Und ja, schauen wir mal rein. Komm aus dem besten Viertel, tragen Hermes, doch warum kein Bändegürtel und die Tasche von Yves Saint Laurent? Habe ich ein Herz, es kommt der Gasson. Ey, nehm von besten Viertel, tragen Hermes, doch warum kein... Okay, wie starte ich in das Ganze jetzt rein? Ich habe das Ganze jetzt hier kopiert. Und hier habe ich jetzt nur den Fat Channel drauf, das ist sozusagen eins meiner Lieblingsplugins. Auch so, egal ob das jetzt von Studio One ist oder nicht. Weil hier habe ich die Möglichkeit, wirklich wie so ein Effects Rack ganz viel auszuprobieren, ganz viel zu machen. Verschiedene Kompressoren, Limiter, Gates habe ich dabei, das passt alles sehr gut. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar werden wir jetzt einmal das Gate gleich testen. Dazu loop ich die Passage hier und mache das Ganze solo. Meine Gang und ich glaub. Meine Gang und ich glaub. Also, ich habe jetzt hier eine Threshold von 30 dB dabei. Das heißt, alles, was lauter als 30 ist, wird sozusagen übernommen und gespielt. Alles, was leise ist, wird gemutet. Und das kann ich hier alles sehr einfach einstellen. Das wäre es mit dem Gate, würde ich jetzt hier mal verwenden. Oder ich würde es rauscutten, wie auch immer. Dann habe ich hier die Möglichkeit mit einem Equalizer. Da würde ich jetzt hier mal den Standard, den grafischen nehmen. Zum Rauscutten anfangen, vielleicht hier. Einen kleinen Low-Cut setzen, dann hier kann ich wie auch bei den anderen Equalizern mit dem Q alles einstellen, wo möchte ich das haben, ich mache das jetzt hier mal ohne mir das anzuhören, hier und also ungefähr weiß ich ja, wo die Frequenzen sind, muss man mal schauen, dass man sich da nicht verklickt, so und dann würde ich das gleiche auch nochmal machen. Bei 3 kHz ungefähr auch nochmal was rauscutten. So, und so würde ich jetzt an das Ganze rangehen mit dem grafischen Equalizer. Jetzt einmal säubern, überall wo Frequenzen sind, die ich nicht brauche, raustun und dann mit dem Kompressor hier auf dem Feed-Kompressor, Fett-Kompressor. Den kann ich wirklich wie so einen LA76, also so einen CLA76 von Waves zum Beispiel, verwenden. Der hat eine sehr gute Attack. Das mache ich auch. Ich schalte die Attack hier auf sehr schnell oder hier ungefähr. Die Attack. Also die Release meinte ich jetzt, die Release schalte ich sehr schnell, weil der Kompressor greift sehr gut. Die Attack lasse ich ungefähr bei der Hälfte und dann schaue ich, dass ich so bei 5 dB auf Gain Reduction bin. Aus dem besten Viertel tragen Hermes, doch warum kein Bändegürtel und die Tasche von Yves Saint Laurent? Habe ich ein Herz, es kommt der Gasson. Okay, und dann könnte ich hier noch einen Limiter einstellen. Brauche ich in dem Fall nicht. Und jetzt habe ich das Ganze einmal gemacht und jetzt gleich die zweite Tour. Noch einmal einen Fat Channel drüber. Jetzt schalte ich den Equalizer hier auf Passive. Das ist sozusagen ein Pull-Tech EQ. Booste hier nochmal bei 100 Hertz ungefähr, damit da noch ein bisschen mehr Low-End reinkommt. Und bei 10 kHz. Und das kann man halt so oft machen, wie man will. Das ist recht super. Oder man verwendet jetzt nochmal den grafischen Equalizer und boostet jetzt hier bei 5K, bei 3K, bei 10K. Also das kann man dann halt in der zweiten Runde machen. Doch warum kein Bändegürtel und die Tasche von Yves Saint Laurent? Habe ich ein Herz, es kommt der Gasson. Ey, nehm von besten Viertel tragen Hermes. Doch warum kein Bändegürtel und die Tasche von Yves Saint Laurent? Habe ich ein Herz, es kommt der Gasson. Ey, nehm von besten Viertel tragen Hermes. Doch warum kein Bändegürtel und die Tasche von Yves Saint Laurent? Habe ich ein Herz, es kommt der Gasson. Ey, nehm von besten Viertel tragen Hermes. Doch warum kein Bändegürtel und die Tasche von Yves Saint Laurent? Habe ich ein Herz, es kommt der Gasson. Ey, nehm von besten Viertel tragen Hermes. Doch warum kein Bändegürtel?
Mittel und die Tasche von Nizolera. Hab ich ein Herz, es kommt der Gazon. Ey, nehm von leisten Viertel, tragen Hermes, doch warum kein Bändegürtel? Und die Tasche von Nizolera. Hab ich ein Herz, es kommt der Gazon. Ey, nehm von leisten Viertel, tragen Hermes, doch. So könnte ich das machen. Und jetzt würde ich halt den Tube-Kompressor verwenden. Peak Reduction ungefähr bei 1 bis 3 dB. Sehr leicht zu kontrollieren. Einfach hier in einem Rädchen drehen und dann hier in dem Rädchen drehen. Und das war es dann eigentlich auch. Der Kompressor hat jetzt den Vorteil, dass er die Höhen mehr angreift. Das heißt, das Ganze wird viel mehr, ja, shiny wird das Ganze. Sie tragen Hermes, doch warum kein Bändegürtel? Und die Tasche von Yves Saint Laurent. Hab ich ein Herz, es kommt der Gazon. Ey, nehm von leisten Viertel, tragen Hermes, doch warum kein Bändegürtel? Und die Tasche von Yves Saint Laurent. Hab ich ein Herz, es kommt der Gazon. Tragen Hermes, doch warum kein Bändegürtel? Und die Tasche von Yves Saint Laurent. Hab ich ein Herz, es kommt der Gazon. Ey, nehm von leisten Viertel, tragen Hermes, doch warum kein Bändegürtel? Und die Tasche von Yves Saint Laurent. Hab ich ein Herz, es kommt der Gazon. Ey, nehm von leisten Viertel, tragen Hermes, doch warum kein Bändegürtel? Und die Tasche von Yves Saint Laurent. Hab ich. Den verwende ich jetzt wirklich nur für das kleine Topic halt einfach. Und so hätte ich jetzt auch mal mit einem Plugin aus Stock, also aus ein Stock-Plugin aus Studio One. Hätte ich jetzt einfach nur, indem ich das zweimal verwendet habe, aus dieser Tonspur. Aus dem besten Viertel tragen Hermes, doch warum kein Bändegürtel und die Tasche von Yves Saint Laurent. Schon einmal eine ganz gute hinbekommen. Wir vergleichen das einmal mit der anderen. Aus dem besten Viertel tragen Hermes, doch warum kein Bändegürtel und die Tasche von Yves Saint Laurent. Hab ich ein Herz, es kommt der Gazon. Ey, Flasche in den Schluck, meine Gang und ich Hausverbot, was jeder klappt. Meine Gang und ich Hausverbot, was jeder klappt. Vermerkt. Also man merkt wirklich, man kann mit den Stock-Plugins schon einiges reißen. Natürlich ist jetzt kein Halt drauf, noch nicht die Fülle drinnen, ist ja, wir haben einfach nur ein Plugin jetzt verwendet. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Was auch noch super Plugins sind, super kostenlose Plugins, sind die von Melda Productions. Da gibt es ganz viele, die sind alle kostenlos. Und da verwende ich ganz gerne den Dynamic Equalizer jetzt zum Beispiel. Hier habe ich ganz viele Einstellmöglichkeiten, da kann ich ganz viele Bänder aktivieren. Weil das ist das Einzige, was mich stört am Equalizer von Studio One, dass ich da maximal 4 Bänder habe. Ja, und hier kann ich halt ganz viel machen. Oder das Reverb ist auch richtig lässig. Also ich kann das einmal zeigen. Sehr leicht zum Einstellen, super viele Presets. Small Spaces, Large, Huge und Plates, Creative und alles, was man braucht eigentlich. Da gehe ich hier rein bei Huge Spaces und höre mir das Ganze mal an. Also man hat hier auch einfach sehr viele Einstellmöglichkeiten. Dry Wet natürlich. Ich kann hier die ganze Länge einstellen, ich kann hier Pre-Delays einstellen, ich kann Saturation einstellen. Also für ein Gratis-Plugin kann man sich da wirklich nicht beschweren. So, das wäre es eigentlich jetzt auch mal mit dem Video. Wie gesagt, schreib mir jetzt mal in die Kommentare, was du für ein Programm verwendest. Dann schauen wir uns mal die, wie gesagt, die Plugins von FL Studio an zum Beispiel. Und bleib dran, abonnier den Kanal und schreib mir auf Instagram. Wie gesagt, Name ist unten in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal.